Mein Name ist Ralf Bendrath, ich arbeite in Brüssel im Europäischen Parlament für die Grüne Fraktion im Innen- und Justizausschuss und bin gebeten worden, ich bin jetzt hier zur Republika hergekommen, das erste Mal seit 3 Jahren wieder in Berlin, voll aufgeregt. Und bin gebeten worden, mal so kurz, wenn ich schon mal hier bin, so ein bisschen aus Brüssel zu berichten, was in der Europäischen Union gerade so an aktueller Digitalgesetzgebung läuft. Das wird also jetzt so ein kleiner Parforce-Ritt. Es ist relativ viel los. Markus Beckedahl habe ich schon getroffen am Samstag. Der hat erzählt, er hält ja auf der Republika immer seinen Vortrag zur Digitalpolitik, was gerade so los ist. Der meinte, das wird auch fast nur über EU gehen, weil die Ampelregierung noch nicht so ganz viel an den Start gebracht hat bisher. Ne? Mal gucken, wie da die Beschneidungen sind. So, mein Hintergrund, Hashtag Onkel Ralf erzählt vom Krieg. Ich habe lange für Jan-Philipp Albrecht im Europäischen Parlament gearbeitet. Der war ja Berichterstatter, also Chefverhandler für die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ne, die ist quasi auf meinem Laptop mit entstanden. Das war so letzter Verhandlungsabend in Straßburg damals, Dezember 2015. Hier mein Laptop, da die Clubmate, gegenüber das Team der Luxemburger, mit denen wir da verhandelt haben. Dazu muss, glaube ich, gar nicht viel sagen. Datenschutzgrundverordnung ist wahrscheinlich den meisten irgendwie zumindest ein Begriff, ne, inzwischen. Was ja da so ein bisschen hakt, ist die Durchsetzung. Ne, das ist extremst frustrierend. Wir haben da wirklich, glaube ich, ein gutes Gesetz hingelegt. Haben da auch echt viel Arbeit reingesteckt. Aber wenn dann die irische Datenschutzbehörde einfach sich 4 Jahre lang stur weigert, irgendwas durchzusetzen, ne, und Max Schrems die ständig verklagen muss und so, dann ist es halt echt frustrierend. Deswegen hat das Europäische Parlament letztes Jahr im Mai schon die Kommission jetzt aufgefordert, mal Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland anzustrengen. Mal gucken. Ja, das war sozusagen so mein Hintergrund. Ich komme vom Datenschutz. Es gibt auch noch andere Baustellen. Machen wir beim Datenschutz mal weiter. Also ich werde jetzt hier wirklich schnell durchgaloppieren. Ich bin gebeten worden, eigentlich nur 15 Minuten zu reden oder so. Das heißt, alles, was Detailfragen sind, bitte nachher dann beim Bier oder einer Clubmate. Ne? E-Privacy läuft ja auch seit Jahren, haben vielleicht einige von euch schon von gehört. Das ist sozusagen die kleine Schwester der Datenschutzgrundverordnung. Da geht es um die Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation. Der Kommissionsvorschlag war von Januar 2017. Wir haben im Parlament dann schon ein halbes Jahr später, Oktober 2017, einen ziemlich guten, starken Vorschlag selber beschlossen, also sozusagen das Gesetz umgeschrieben. Ne? Und dann haben wir auf die Mitgliedstaaten gewartet. Die haben sich jetzt erst im Februar letztes Jahr auf ihre Position geeinigt. Seitdem laufen jetzt die Verhandlungen, aber die haben sich bisher so mit den hinteren Kapiteln, Notrufnummern, Werbemails und solche Sachen beschäftigt. Die eigentlichen harten Auseinandersetzungen stehen erst noch an. Da ist immer noch ein bisschen unklar, ob das überhaupt mal irgendwann noch was wird. Weil einfach die Mitgliedstaaten da vielfach sozusagen den Datenschutz, den Schutz der Kommunikationsgeheimnis, Privatsphäre aufweichen wollen und wir wollen ganz klar das verbessern. Ne? Muss man gucken. Chatkontrolle, kommt ja nachher noch was zur Kampagne. Ne? Deswegen nur ganz kurz. Das fing ja schon letztes Jahr an. Ne? Letztes Jahr ist der elektronische Kommunikationskodex in Kraft getreten, oder Ende vorletzten Jahres schon, der sozusagen den Geltungsbereich der E-Privacy-Richtlinie, ist es ja immer noch, die jetzt in Kraft ist, ausweitet auch auf Messenger-Dienste, ne? Die sogenannten Over-the-Top-Dienste. Wie, was weiß ich, Signal, WhatsApp und so weiter, Facebook Messenger. Und ein paar von diesen Diensten haben offenbar bislang, weil die nicht verschlüsselt waren, wie der Facebook Messenger oder so, die Inhalte der privaten Kommunikation durchgescannt und geguckt, ob da bekannte Kindesmissbrauchsdarstellungen auftauchen. Und die haben dann gesagt, wir wollen das aber weitermachen können. Und deswegen wurde letztes Jahr dann ein Schweinegalopp also wirklich beschleunigtem Verfahren eine befristete Ausnahme beschlossen. Das heißt, die geltende Rechtslage ist jetzt im Moment, die Anbieter von solchen Kommunikationsdiensten dürfen weiterhin die Inhalte scannen, aber sie müssen es nicht. Und das machen halt bisher nur ein ganz paar. Unser Piratenabgeordneter Patrick Breyer hat letztes Jahr dazu schon ein Gutachten in Auftrag gegeben von einer ehemaligen Richterin am Europäischen Gerichtshof, Ninon Kolneritsch, die ist jetzt Professorin für Jura in Hamburg. Die hat ganz klar gesagt, das ist illegal. Ne? Wenn einfach ohne Anlass massenhaft in die Inhalte der Kommunikation reingeguckt wird, dann geht das nicht. Da ist der Kernbereich des Grundrechts betroffen. Und da ist auch egal, ob das sozusagen die Anbieter freiwillig machen oder dazu gezwungen werden vom Gesetzgeber. Ja, und jetzt, wie gesagt, liegt die umfassende Regulierung, die das auch vorschreiben soll, den Anbietern, zumindest in bestimmten Fällen, das hören wir nachher noch, liegt jetzt vor. In Deutschland gibt es zum Glück, Stichwort Chat-Kontrolle, da eine ziemlich große Welle.
In anderen EU-Mitgliedstaaten hört man dazu noch gar nichts. Also da ist jetzt die Herausforderung, wirklich auch den Protest nach Spanien, Frankreich, Österreich und sonst wo hinzutragen. Ne? So, dann gibt es das Gesetzgebungsverfahren zum, unter dem Stichwort E-Evidence, elektronische Beweismittel. Da geht es darum, dass die Polizei und Strafverfolgungsbehörden ermächtigt werden sollen, sozusagen zu den Providern zu gehen, zu sagen, ich habe hier einen Verdacht, ich bin am Ermitteln, Strafverfahren, du hast absehbar irgendwelche Beweismittel auf deinem Server liegen, weil irgendein Verdächtiger da einen Account hat oder so, gib mir die mal raus. Und das Ganze aber grenzüberschreitend, ne, das ist der Trick, das ist sozusagen die europäische Dimension hier. Und das ist für uns ein Riesenproblem, weil damit zum Beispiel eine ungarische Strafverfolgungsbehörde mit den ganzen Rechtsstaatlichkeitsproblemen, die es in Ungarn gerade gibt oder Polen, ne, kann an einen deutschen Provider gehen und sagen, hier, gib mir mal die Daten von irgendwelchen ungarischen Umweltaktivisten oder sowas, ne, oder LGBT-Aktivisten oder so. Oder wenn die polnische Polizei kommt und sagt, gib mir mal die Daten von irgendwelchen polnischen Abtreibungsbefürwortern oder so. Ne. Ohne, dass eine deutsche Behörde dann noch sozusagen den Vorgang prüfen müsste und im Zweifelsfall auch sagen kann, nee, geht nicht. Ne. Das ist noch in Verhandlungen. Es gibt parallel zu der Gesetzgebung auch noch ein Zusatzprotokoll der Cybercrime-Konvention des Europarates, was das Ganze sozusagen nochmal über die EU hinaus regelt, mit Beteiligung der USA und so. Also sehr schwierige Gemengelage gerade. Wird wahrscheinlich am Ende irgendwie durchkommen. Wir haben schon bei der Parlamentspositionierung damals dagegen gestimmt. Jetzt sind wir gerade dabei, dieses Zusatzprotokoll. Das ist ein internationales Abkommen, muss deswegen vom Parlament nur mit Ja und Nein abgestimmt werden. Da können wir aber vorher den Europäischen Gerichtshof fragen, ob wir dem das irgendwie vorlegen können. Das wäre noch eine Möglichkeit, das zu stoppen. Mal gucken. Dann Europol ist jetzt im Prinzip durch. Da wird jetzt diese Woche in Straßburg in der Plenarsitzung noch die letzte Abstimmung gemacht. Die Reform des Europol-Mandates. Eine Sache dabei war, dass Europol in der Vergangenheit massenhaft Daten von komplett unverdächtigen Personen gespeichert hatte. Der europäische Datenschutzbeauftragte hat letztes Jahr dazu eine Anordnung erlassen gegenüber Europol, der darf das. Hat gesagt, hier, ihr habt ja 4 Petabyte Daten, die dürftet ihr gar nicht haben. 4 Petabyte sind 4000 Festplatten a 1 Terabyte. Das ist nicht wenig. Ne? Löscht die. Das darf der denen anordnen. Da hat er die Kompetenz für. Ne? Haben wir damals so ins Gesetz geschrieben. Und Europol so, ja, ach nö, wir warten da noch mal so ein bisschen, nur keine Eile. Und dann kam die Europol-Reform und jetzt ist der ganze Kram legalisiert. Jetzt dürfen sie die Daten behalten. Ne? Also muss wieder irgendjemand, der in diesen Daten drinsteckt, zum Europäischen Gerichtshof gehen und klagen. Leider. So, weiter mit Polizeien, das ist nur ganz kurz, es gibt einen ganzen Haufen von Gesetzesvorschlägen gerade zum Thema besserer Informationsaustausch zwischen den europäischen Polizeibehörden. Prüm ist da vielleicht das bekannteste, es gibt ja bisher schon das Prüm-System, wo sozusagen gegenseitiger automatischer Zugriff erlaubt wird auf Fingerabdrückdaten, DNA-Daten und Kfz-Halterdaten. Das soll jetzt noch erweitert werden um zum Beispiel Gesichtsbilder und solche Sachen. Dazu gibt es aber noch parallel noch eine Online-Zusammenarbeitsplattform für gemeinsame Ermittlungsteams und solche Geschichten, Verbesserungen des Informationsaustauschs mit Eurojust bei terroristischen Straftaten und so. Jetzt haben wir gerade noch im Schnellverfahren vor 3 Wochen durchverhandelt in kürzester Zeit, dass Eurojust, die Europäische Staatsanwaltschaftskoordinierungsstelle zum Beispiel, auch jetzt massenhaft Daten außerhalb des Case-Management-Systems sammeln darf, erstmal befristet, um Kriegsverbrechen in der Ukraine zu dokumentieren. Also, so ein Krams läuft dann auch noch nebenbei. Plattformen. Nächste große Baustelle. Digital Services Act, haben wahrscheinlich die meisten schon von gehört, ne? Der Unterschied zur E-Commerce-Richtlinie von 2000 ist ja, dass damals quasi im Jahr 2000, wer sich noch erinnern kann, wer damals schon im Netz war oder schon auf der Welt, da gab es im Prinzip so Hosting. Da hast du Sachen irgendwie hochgeladen und dann lagen die da rum und andere konnten sich die runterladen. Da ist nichts groß mit passiert. Da war natürlich die Frage, wenn da illegale Sachen hochgeladen werden, wann ist der Hoster da in der Haftung? In der Regel nur, wenn er davon Kenntnis erhält. Heute sind aber die Plattformen natürlich aktiv an der Sache beteiligt. Ne? Die große Plattform, ob es jetzt irgendwie YouTube ist oder Facebook oder wer auch immer, die, da lädt sie ja nicht nur Krams hoch, sondern es wird von denen kuratiert, da gibt es Empfehlungsalgorithmen und so weiter, die entscheiden dann, in welcher Reihenfolge ich was zu sehen kriege, sogar bei Twitter. Ne?
Manche Sachen kriege ich gar nicht mehr zu sehen, andere werden gepusht. Und da war sozusagen die Herausforderung jetzt, irgendwie eine Regelung zu finden, die die Plattformen dazu bringt, dass sie nicht immer nur Hassinhalte pushen. Aber trotzdem dafür zu sorgen, dass Hass immer noch legal ist. Ne? Hass ist ja in der Regel nichts Verbotenes. Also sozusagen, die Plattformen sollten nicht dafür verantwortlich gemacht werden, was die User tun, sondern für das, was sie selber tun. Ne? Das war so die Grundidee. Da waren noch 1000 andere Baustellen dabei. Ist jetzt fertig verhandelt. Ist ein bisschen gemischtes Ergebnis. Wir hätten uns an einigen Teilen mehr erwartet, aber ist, glaube ich, immer noch besser als nichts. Wird jetzt auch im Juli, glaube ich, final bei uns im Plenum abgestimmt. Genauso der Digital Markets Act, das lief so parallel, ein bisschen mehr unterm Radar. Das gilt nur für die ganz, ganz großen Plattformen, die, glaube ich, ab 45 Millionen User in Europa haben, also 10% der Bevölkerung. Und da ist so ein bisschen die Vorgabe, dass man da Entflechtung erreichen will. Dass zum Beispiel eine große Plattform wie Amazon die ganzen Daten von ihrem Marketplace, wo andere Anbieter Sachen verkaufen, nicht für sich selber wieder verwenden kann, um die gleichen Produkte irgendwie besser billiger anzubieten oder besser zu vermarkten und denen sozusagen den Markt abzugraben. Das ist so die Idee dahinter. Noch ein anderes Beispiel, das war schon vor anderthalb Jahren, terroristische Inhalte online. Das war so ein kleines Geschwisterchen des Digital Services Act. Da geht es nur um terroristische Inhalte. Auch eine Riesendiskussion damals, wie schnell sollen die gelöscht werden müssen, gibt es da Ausnahmen für kleine Betriebe, was ist mit Upload-Filtern, ne, und so. Das ist eigentlich relativ gut ausgegangen, da haben wir relativ viel rausgeholt. Da ist am Ende aber wieder das Problem gewesen, dass eine Behörde aus einem EU-Mitgliedstaat einer Plattform in einem anderen EU-Mitgliedstaat sagen kann, da liegen terroristische Inhalte, mach die weg. Und dann können eben die Spanier kommen und sagen, das sind hier katalanische Separatisten, für uns sind das Terroristen, während in anderen Ländern das einfach normale politische Aktivisten sind oder so. Die sind bei uns in der Fraktion zum Teil. Ne? Und noch eine ganz kleine Nebenbaustelle zum Digital Services Act ist eine Spezialregelung, die jetzt vorgeschlagen wurde, zur politischer Werbung. Da geht die Diskussion gerade erst los. Soll sozusagen per ein Spezialgesetz geregelt werden, weil im DSA haben wir es nur geschafft, Werbung, personalisierte Werbung zu verbieten, die auf sensiblen Daten basiert oder wenn es um Kinder geht, aber nicht was politische Werbung angeht. Deswegen hat die Kommission das sozusagen rausgelöst. So, Daten, noch eine andere große Baustelle, die Data Strategy. Das ist immer die Folie, wo ich gucken kann, wer ist alt genug und kennt noch Star Trek Next Generation. Ich bin so alt. Die Datenstrategie besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Das eine war letztes Jahr der Data Governance Act, der ist schon fertig verhandelt. Das ist so ein eher kleines Gesetz gewesen, um für Entitäten, die irgendwie Daten haben und die quasi freiwillig spenden wollen, irgendwie zur Verfügung stellen wollen für gemeinnützige Zwecke oder sowas, um das denen so ein bisschen einfacher zu machen, ein paar einheitliche Regeln dafür aufzustellen. Und was jetzt vorliegt seit kurzem, ist der Data Act. Da geht es dann darum, dass Unternehmen auch gezwungen werden, Daten rauszurücken, die sie sowieso schon haben, aber die sie eigentlich nicht gerne rausgeben wollen. Also wenn ich zum Beispiel irgendein Internet of Things Gerät benutze, oder sagen wir einfach nur ein Auto. Ne? Ich kaufe mir ein modernes Auto, ist im Prinzip ein fahrender Computer heutzutage, da fallen tonnenweise Telemetriedaten an und so. Und BMW oder Audi oder Daimler haben dann diese Daten. Steht irgendwo im Kaufvertrag im Kleingedruckten oder so. Ich will aber als Autobesitzer vielleicht auch an die Daten rankommen. Ne? Und vielleicht auch Drittanbieterdienste nutzen, die mir dann die Daten aufbereiten und sowas. Ne? Und by the way, ich will vielleicht auch erstmal vorher gefragt werden, bevor die meine Daten von meinen Autofahrten einfach abgreifen. So. Um diese Fragen geht es alles im Data Act jetzt. Und wir haben da so einen kleinen Hack gemacht, wie schon letztes Jahr. Wir haben also federführend ist hier der Industrieausschuss bei uns im Europäischen Parlament, aber der Innen- und Justizausschuss, in dem ich arbeite, ist in beiden Gesetzgebungsverfahren beteiligt und hat exklusive Zuständigkeit für Datenschutzaspekte, wenn es um personenbezogene Daten geht. Und dann haben wir uns einfach jeweils die Stellungnahme, die Berichterstatterjobs dafür gekauft und dafür gesorgt, dass wir sozusagen mit dem ganzen Hintergrund, den wir haben von der Datenschutzgrundverordnung, so wie gesagt, Onkel Ralf erzählt vom Krieg, dass wir sozusagen da eine Brandmauer eingezogen haben und ganz klar gesagt haben, wenn es um persönliche Daten geht, dann wirklich nur mit Einwilligung und so. Ne? Das hat beim Data Governance Act ziemlich gut geklappt am Ende und wir hoffen, dass wir das jetzt beim Data Act wieder genauso machen können. Kurzen Schluck trinken. Okay.
denn da ein? Wie kauft ihr euch denn da ein? Wie kauft man so einen Berichterstatterjob? So viel Zeit haben wir, glaube ich. Nee, da gibt es so ein Punktesystem. Jede Fraktion kriegt je nach Größe so und so viele Punkte pro halber Legislaturperiode. Und wenn man so einen Job haben will als Berichterstatter, muss man halt wieder Punkte dafür zahlen. Und jetzt war gerade im Februar oder Januar Halbzeit. Und da wird wieder alles auf Null gesetzt. Also das heißt, wir hatten wieder 100% unserer Punkte, hatten noch nicht für andere Dossiers irgendwie Punkte ausgegeben und waren dann die Ersten auf der Liste und konnten sagen, wir nehmen das jetzt. Beim ersten, Jan, beim Data Governance Act war es so ein Zufall, da wollte keiner Berichterstatter machen und wir waren einfach in dem Rolling the Horn-Verfahren die nächsten an der Reihe. Das habt ihr mir nicht gekriegt. Ja, genau. So, nächste große Baustelle, AI Act, Artificial Intelligence. Extrem kompliziert, ich habe glaube ich noch nie so einen komplizierten Gesetzesvorschlag gesehen in meinen 13 Jahren in Brüssel. Weil was da die Kommission vorgeschlagen hat, ist im Prinzip eine Art dreistufige Marktzulassung für KI-Systeme. Ja, die Idee ist, wenn es super hohes Risiko ist, das ist natürlich politisch umstritten, was da drunter fällt, aber sagen wir zum Beispiel mal, was wir wollen, wo es absehbar auch eine Mehrheit geben wird, biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, ne? So remote. Haben inzwischen sogar die Liberalen bei uns verstanden, dass das zu weit geht und da gibt es absehbar eine Mehrheit, dass das einfach komplett verboten wird. Genauso zum Beispiel, dass eine KI irgendwie automatisch Urteile schreibt im Strafverfahren oder so. Ne? Geht nicht. Auch wenn am Ende noch ein Richter die Unterschrift setzen würde. Da gibt es also Grenzen. Also bestimmte Sachen werden verboten. Dann gibt es aber Sachen, da sagt man, das ist hohes Risiko, steht dann im Anhang 3 dieses Gesetzes, der auch noch verändert und ergänzt werden kann. Und da müssen dann die Anbieter bestimmte Auflagen erfüllen, ne? Menschenrechtsfolgenabschätzung machen und bestimmte Testdaten immer sammeln und auch Forschern und so zur Verfügung stellen, alles Mögliche. Die Aufsichtsbehörden können nochmal drüber gucken und so. Aber wenn sozusagen diese Vorsichtsmaßnahmen alle ergriffen werden, darf das Zeugs auch auf den Markt gebracht werden. Und dann gibt es eben Niedrigrisiko-KI, das kann man quasi ohne weitere Voraussetzungen so auf den Markt bringen. So, das klingt erstmal relativ easy, so diese drei Stufen. Es ist dann immer natürlich umstritten, was kommt in welche Stufe rein und wie wird das politisch ausgehandelt und so, aber das ist halt unser Job. Ne? Was aber die Kommission jetzt gemacht hat, ist das in das sogenannte New Legislative Framework reinzupacken. Das ist eigentlich ein System für technische Geräte, wo am Ende so ein CE-Label dann draufsteht. Also zum Beispiel mein Toaster, ne? Dass der bestimmte Überspannungen ab kann, dass der bestimmte Temperaturbereiche ab kann, dass der auch mal runterfallen darf oder sowas. Ne, solche Sachen sind eigentlich mit CE-Labels geregelt. Die Kommission will das jetzt für Software-Systeme quasi machen. Das ist ein bisschen Herausforderung, vor allem weil da auch noch so ein Aufsichts-Governance-Modell dranhängt, wo ich mich überhaupt nicht mehr auskenne. Das wissen immer meine Kollegen aus dem Binnenmarktausschuss dann mit irgendwie Market Surveillance Authorities und hast du nicht gesehen. Aber das machen wir zum Glück gemeinsam mit dem Binnenmarktausschuss. Und dann war halt sozusagen für uns noch eine Weile die intellektuelle Herausforderung, wie misst man jetzt eigentlich die Höhe des Risikos? Ne? Wenn man sagt, die Kommission darf per delegiertem Rechtsakt neue KI-Systeme in Annex 3 hinzufügen, die ein hohes Risiko haben, wenn sie mindestens so hohes Risiko haben oder höheres Risiko als die KI-Systeme, die schon in Annex 3 drinstehen. Ja, wie misst man das Risiko jetzt? Wie hoch ist da 1,50 Meter oder so? Keine Ahnung. Haben wir uns ziemlich lange den Kopf drum gemacht, aber dann irgendwann gemerkt, das geht nicht. Das kannst du nicht so auf einer Skala messen. Das hängt auch immer vom Fall ab, vom Use Case und von dem Kontext und so weiter. Deswegen ist es am Ende dann eigentlich doch immer eine politische Entscheidung. Da haben wir uns dann nochmal eingestanden. Gut. Nächste Baustelle. Identitäten. Da haben wir gerade gestern unsere Änderungsanträge eingebracht. Vorschlag der Kommission für eine Revision des EID oder EIDAS-Frameworks. Das ist so ein Gesetz, gibt es schon seit ein paar Jahren für sozusagen standardisierte digitale Signaturen und Zertifikate und ähnliches. Damit sozusagen, wenn Deutschland einen elektronischen Personalausweis ausstellt, der auch in Österreich anerkannt wird oder so. Ne? Das ist die letzten Jahre nicht so richtig populär gewesen, wurde kaum benutzt, weil das sozusagen immer nur die Hochsicherheitsansprüche erfüllen musste und so. Da hat jetzt die Kommission gesagt, da können auch andere Drittparteien jetzt mitspielen in dem ganzen Ökosystem und vor allem sollen die Mitgliedstaaten jetzt verpflichtet werden, den Usern eine Wallet, also quasi eine App auf dem Smartphone oder so anzubieten, die für mich dann diese ganzen Signaturen macht.
Und wo ich auch sagen kann, ich habe hier eine Stelle, die will nur eine Altersverifikation, dass ich über 18 bin. Die kriegt jetzt auch nur die Informationen über 18. Die kriegt nicht mal mein genaues Alter, ne? Weil das reicht dann. Da steckt noch ein bisschen Arbeit drin, weil wir zum Beispiel erklären wollten, wer darf denn diese Infos eigentlich kriegen und abtragen. Was ist mit Privacy by Design, bereichsspezifische Pseudonyme, Zero Knowledge Proofs, Public Key Infrastruktur oder wie baut man das eigentlich technisch so? Ne? Die Kommission hat ja auch noch Ledger mit vorgeschlagen und solche Geschichten. Wir so, nee, weg, weg, weg. Mal gucken, wie gesagt, gestern 18 Uhr war bei uns im Ausschuss die Deadline. Tom hat sehr gut damit geholfen. Sage ich jetzt mal so offen hier im Livestream, for the record. Ich glaube, du hast am Ende alle Fraktionen mit Änderungsanträgen versorgt, oder? Okay. Ja, so ein kleiner Vorläufer dazu war ja letztes Jahr schon dieses Covid-Zertifikat. Das war sehr interessant, weil da haben wir wirklich ins Gesetz reingeschrieben, das soll eine PKI-Infrastruktur sein, ne, damit die Kommission da nicht von abweichen kann. Und die Verifizierung dieser QR-Codes sind ja am Ende dann geworden, soll immer auch offline möglich sein. Also mein Impfzentrum oder so kriegt nie mit, wenn ich irgendwo meinen Impfpass vorzeige. Und die Daten dürfen auch nicht gespeichert werden. Finde ich eigentlich, das ist mal ein sehr datenschutzfreundliches Ding geworden. Das war echt gut. Hat Spaß gemacht. Hat sich auch weltweit jetzt ziemlich durchgesetzt eigentlich, muss man sagen. Wird von ganz vielen Ländern außerhalb der EU auch benutzt, weil die einfach interoperabel sein wollten. Wird jetzt gerade noch verlängert um ein Jahr. Wir haben es mit Absicht befristet, damit das nicht durch die Hintertür so ein dauerhaftes Gesundheitszertifikatesystem wird. Ne? Aber leider gibt es jetzt in so ein paar Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Niederlanden, echt riesen Proteste dagegen, auch gegen die Verlängerung zum Beispiel jetzt, weil die Leute alle denken, das EU-Zertifikat ist schuld an den ganzen Corona-Beschränkungen. Ja, totaler Quatsch, das EU-Zertifikat ist total bescheiden, weil da hat der Gesetzgeber nur gesagt, wenn die Mitgliedstaaten einen Impfnachweis verlangen oder einen Testnachweis oder so, dann sollen sie auch dieses EU-Zertifikat akzeptieren als Alternative. Aber der hat nirgendwo gesagt, der europäische Gesetzgeber, das müsst ihr jetzt überall einführen und schon gar nicht, ihr dürft nur noch in eine Kneipe, wenn ihr das Ding vorzeigt oder sowas. Ne? Das waren nicht wir. Aber ist dann immer in der Kommunikation manchmal ein bisschen schwierig. Okay, letzter Punkt, Sicherheit. Da ist gerade auch durch die Revision der Network and Information Security Regulation, glaube ich. Ja, ganz nett, so ein bisschen mehr IT-Sicherheit ist immer gut. Aber es gibt mal wieder keine verpflichtenden Mindeststandards, es gibt keine Produkthaftung für Software. Aber dafür gibt es jetzt eine Identifizierungspflicht für Whois-Daten. Also wenn ich mir eine Domain kaufe, muss ich mich irgendwie auch jetzt ausweisen plötzlich. Ne? Noch einigermaßen harmlos, im Prinzip so wie bisher, aber hätten wir eigentlich auch besser hinkriegen können. Da soll jetzt in dem Kontext im dritten Quartal noch ein Cyber Resilience Act kommen. Was da drin steht, weiß ich noch nicht. Genau, und das war es im Prinzip auch schon noch ganz kurz ein Überblick, was noch so alles in der Pipeline läuft, liegt und irgendwann kommt. Das ist dann auch teilweise komplett außerhalb meines Horizonts, weil das überhaupt nicht mehr mein Ausschuss ist und so. Ein Chips Act soll noch kommen, damit Europa mal wieder ein bisschen unabhängiger wird, was Halbleiterproduktion angeht. Eine Produktsicherheitsrichtlinie wird überarbeitet. Da könnte man vielleicht auch zum Thema IT-Sicherheit wieder ein bisschen was machen. Dann soll ein Recht auf Reparatur kommen. Ist natürlich gerade auch für elektronische Endgeräte echt interessant. Und dann so Sachen, wo ich mich echt überhaupt nicht mehr auskenne, nur so zur Info, Stichwort. Bisher gab es anscheinend Beschränkungen, was die Mitgliedstaaten mit Steuergeldern fördern durften, ne, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Und da will jetzt die Kommission sagen, aber Breitbauausbau dürft ihr fördern, um einfach mehr Breitband in der Fläche auszurollen. Das soll jetzt zukünftig auch mit Steuergeldern gehen. Mal gucken, was Christian Lindner dazu sagt, aber es soll immerhin möglich werden. Gut, das war der Schweinsgalopp. Ich glaube, wir haben aktuell nur ein Mikro. Oder Eva? Okay. Dann gebe ich das rum, falls es Fragen gibt. Gibt es Fragen? Da vorne. Ja, Hut ab. Wahnsinn. Sehr schnell, sehr dicht. Ich weiß nicht, wo ich sagen würde, was nochmal helfen würde, wäre nochmal deutlich zu machen, wo siehst du denn die drei Kernbaustellen, die jetzt auf uns zukommen? Ne, das kommt immer darauf an, wen du fragst. Und ich bin dann der Mitarbeiter, der politisch nichts entscheidet und meine Abgeordneten sagen halt dann je nachdem, was sie am wichtigsten finden. Also
Ich glaube, die Riesenbaustelle war jetzt wirklich der Digital Services Act, ganz klar. Das war nach der Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, die nächste große Digitalregulierung, so, die auch weltweit Aufmerksamkeit erregt hat. Da haben ja sogar Barack Obama und Hillary Clinton irgendwie einen Tag vom letzten Trilog noch irgendwie dazu getwittert und so. Aber ich meine, auch so eine EID-Geschichte, ne, wenn das mal gut gemacht wird und einfach wirklich datenschutzfreundlich wird, wirklich mit Zero-Knowledge-Proofs oder bereichsspezifischen Pseudonymen und so, das könnte eine große Geschichte werden, die aber so noch keiner auf dem Schirm hat. Ne? Muss mal gucken. Wenn du jetzt politisch unsere Abgeordneten fragst, würden, glaube ich, viele auch sagen, Chat-Kontrolle. Das ist der große Kampf, der wirklich ansteht, ne? Und der auch echt wichtig ist. Aber auch die Revision von Europol ist nicht und kommt echt drauf an, wenn du fragst. Gibt es noch weitere Fragen? Ah, wohl. Vielleicht kurz, weil das jetzt echt so viele Themen waren. Also wer zu einzelnen Sachen noch wirklich ins Detail einsteigen will oder sowas, kann das auch gerne hinterher noch beim Bier machen. Ne? Wollt ihr noch? Ja, ich will jetzt nicht nochmal einsteigen, aber einen ganzen Bereich, den du gar nicht angesprochen hast, danach fragen. Hier geht es um Plattformmacht, die im Wesentlichen regulatorisch wieder eingefangen werden soll, an ganz vielen Stellen. Wie sieht es denn mit Alternativen aus? Gibt es Initiativen auf EU-Ebene, um alternative Medienplattformen in Europa zu fördern? Was siehst du da? Danke. Also so in dem Sinne, dass jetzt die EU ein Gesetz beschließt und sagt, wir beschließen jetzt mal hier eine europäische Medienplattform, das nicht. Ob es da Fördergelder gibt, um mal hier und da was auszuprobieren, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das nicht meine Baustelle ist. Was wir teilweise jetzt versucht haben reinzuschreiben in Digital Services Act und Digital Markets Act vor allem, sind so bestimmte Entflechtungsanforderungen, um eben die krasseste Konzentration zu unterbinden, ne? Hatte ich ja angesprochen. Aber auch sowas wie Interoperabilitätsregelungen, dass eben, wenn ich nicht mehr auf Facebook rumhängen will, trotzdem noch die Möglichkeit habe, zumindest über einen Facebook Messenger mit meinen Freunden zu reden, weil das ist alles das gleiche Chatprotokoll im Prinzip. Ja, so. Also mehr weiß ich dazu jetzt auch nicht. Aber Medien ist auch nicht so ganz EU-Kompetenz, ne? Das ist immer noch Ländersache. Ich wollte fragen, aber ich glaube, ich spreche zu schlecht. Ich habe ein Problem mit Malz. Moment. Ich kann auch was vorlesen. Soll ich was vorlesen? Ja. Ach so. Ist es angedacht zu regeln, ... wie das Urheberrecht von KI-Produkten aussieht, wer wann Urheber ist? Also ist jetzt ein bisschen außerhalb meiner Kompetenz. Urheberrecht und solche Sachen laufen im Rechtsausschuss. Das ist nicht meine Baustelle, da haben andere Leute. Aber soweit ich es mitverfolgt habe, gab es vor ein paar Jahren mal einen Initiativbericht im Parlament bei uns, wo genau diese Frage erörtert wurde, ob eine KI auch eine eigenständige Rechtspersönlichkeit kriegen könnte mal irgendwann. Und dann sozusagen die KI selber das Urheberrecht hält oder sowas. Da wurde aber dann am Ende klar gesagt, nee, das geht nicht, das ist am Ende nur eine Maschine. Es muss immer noch ein Mensch sozusagen auch für das verantwortlich sein, was die macht. Ne? Und dem muss das zurechenbar sein. Die Frage ist, ob der Input der KI, also die Datengrundlage oder der Programmierer, oder der es bedient, also eine Frage stellt oder irgendwas, also dass das überhaupt nicht geregelt ist, macht mich ein bisschen... Naja, nee, wenn es um die sozusagen Trainingsdaten geht für Machine Learning und sowas, da gibt es dann schon zum Teil Regelungen wie Datenbankrichtlinie und anderes, aber das ist eben wieder auch Urheberrecht oder geistiges Eigentum, das ist außerhalb meiner Expertise. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwelche Juristen im Raum haben, die dazu was sagen können, aber ich nicht. Danke, Ralf. Wirklich toller Vortrag, das bisschen, was ich gesehen habe.
Du bist jetzt, glaube ich, seit noch nicht ganz einer Dekade, so ungefähr 8 Jahre oder so im EP. 13, oh mein Gott, sorry. Aber das macht meine Frage nur umso spannender. Seit du dieses Haus von innen siehst, wie hat sich die Gewichtung von netzpolitischen Themen unter den Policy Advisern verändert? Weil du ja früher, also es war lange so, dass wir die Witze gemacht haben, die Politiker verstehen das Internet nicht. Meine These ist, dass das schon lange nicht mehr der Fall ist. Und gerade eben auch bei anderen Fraktionen, wie viel kompetente Kolleginnen und Kollegen auch in anderen Ausschüssen, auch bei anderen Parteien nimmst du wahr, hat sich das über die Zeit verbessert? Das hat sich auf jeden Fall verbessert. Auch bei uns in unserer eigenen Fraktion haben wir jetzt auch viel mehr Kollegen auf Fraktionsebene und auch in den Abgeordnetenbüros, die wirklich mit dem Thema sich auskennen und dazu arbeiten und so. Ich habe heute Vormittag meine Kollegen im Bundestag, in der Grünen Bundestagsfraktion besucht und die meinten auch so, vor 10 Jahren war das irgendwie Konstantin von Notz mit seinem Mitarbeiter Jörn und noch Nils Leopold oder so und dann noch ein Fraktionsreferent. Heute haben die irgendwie 20. Ne? So. Und das ist bei uns auch so ähnlich. Ich erzähle seit einer Weile immer ganz gerne, der europäische Datenschutzbeauftragte hat vor kurzem seinen Jahresbericht bei uns vorgestellt vom letzten Jahr und hat erzählt, dass er im Jahr 2020 zu ungefähr, was war das, PAN 20 Gesetzgebungsverfahren konsultiert wurde. Ein Jahr später waren es dann schon über 80. Und das ist so, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass zum Beispiel beim Datenschutz immer mehr auch Kollegen und Kolleginnen aus anderen Ausschüssen ankommen und sagen, hier Ralf, hier gibt es irgendwas zu Gesundheitsdaten bei uns im Gesundheitsausschuss oder zu europäischer Sozialversicherungskarte im Beschäftigungsausschuss oder so. Guck da mal bitte drüber, hier geht es auch um Datenschutz und so. Dass einfach auch das Bewusstsein dazwischen besser da ist, das kriege ich schon immer mehr mit. Ob die dann wirklich alle sozusagen von der Technik Ahnung haben, ist immer so ein bisschen Glücksfall. Ich meine, ich bin auch Politikwissenschaftler. Ich habe auch vor 30 Jahren das letzte Mal programmiert oder so. Ja, es gibt Parteien, die sind da besser aufgestellt als andere. Alright, dann würde ich jetzt die letzte Frage. Aber zuerst, das Ding ist, dass wir noch 2 weitere Vorträge haben und die Zeit rennt. Hallo Ralf, danke Ralf. Kann es nicht vielleicht sein, dass zum Beispiel auch die EVP das Internet durchaus versteht, nur ein grundlegend anderes will? Das ist sicherlich so, dass heutzutage die Leute viel mehr verstehen, wie es funktioniert oder was technisch so geht, aber genau wie du sagst, das dann einfach anders regeln wollen. Ne? Also man kann durchaus argumentieren, dass Leute, die eine Vorratsdatenspeicherung wollen, genau verstehen, was sie damit technisch meinen. Ne? Die wollen das dann einfach so. Ja, es gibt trotzdem, glaube ich, soweit ich es mitkriege, auf Seiten der Konservativen noch nicht ganz so viele Mitarbeiter auf jetzt sozusagen auf meiner Ebene, die zumindest früher mal irgendwie programmiert haben oder irgendwie so ein technisches Handbuch mal lesen könnten oder sowas. Ne? Alright, dann vielen lieben Dank dir für den sehr informativen Vortrag und auch danke euch für die Fragen.